So, dann starte ich heute etwas früher das Video. Dem unschönen Tag. Die Terroranschläge haben dann doch alles überschattet. Die Aktienmärkte sind aber stabil geblieben, bis auf einen kurzen Absacker beim DAX. Ja, kurz nach der Öffnung. Zu dem DAX kommen wir auch dann gleich. Hier hat man jetzt den Tageschart, kann man mal kurz auf den Stundenchart runterschalten. Hier war das die Vormittagskerze. Der 9 Uhr Schlusskurs wurde nicht mehr angelaufen und der DAX konnte am Tageshoch dann den Tag beenden. Die 10.000er Marke hat er aber nicht geschafft zu überwinden. Allerdings ist auch sollte auch bekannt, beziehungsweise ich habe es jetzt nicht mehr verfolgt. Also für mich ist das hier kein Kaufsignal mehr. Wenn jetzt der DAX hier durchbrechen oder nach oben durchbrechen sollte, dann muss er halt ohne mich laufen. Ich lasse mich da jetzt nicht einstoppen, beziehungsweise vor den Osterferien gehe ich da jetzt kein großes Risiko mehr ein. Eben apropos Osterferien, ich werde dann 2 Wochen nicht da sein. Jemand anders wird hier meinen Job übernehmen. Denn nach 6 Monaten, die ich jetzt durchgearbeitet habe, ich habe ja im Oktober angefangen, den JFD Desktop zu übernehmen, und nahezu jeden Tag war ich hier und habe ja mindestens eigentlich 2 Videos gemacht plus 3 bis 4 Analysen dann täglich, schriftliche Analysen. Also soweit mal schon die Ankündigung, dass es nach Ostern ohne mich erstmal weitergehen wird. Beim S&P 500 Index, ja, hat jetzt hier einen Ruhetag eingelegt, nahezu unverändert geschlossen. Ja, und hier in dem Wochenchart sieht man halt noch, dass es eigentlich jetzt hier, sollte jetzt die Kerze etwas so bleiben, also die Volatilität in dieser Woche nicht mehr zunehmen und auf Wochenschluss bei ca. 2050 schließen sollte, dann sollte mit einem Unterschreiten des letzten Lows, des letzten Kerzenlows, dann Verkaufsdruck einsetzen. Aber das wäre erst dann in der Woche, wo ich dann nicht mehr da wäre. Zum Dow Jones Setup, das habe ich eben angepasst und auch ja sofort dann veröffentlicht. Das zweite Short Limit wurde sozusagen weggenommen, den Schlusskurs tiefer gesetzt, aber auf Schlusskursbasis noch gelassen. Wer jetzt hier ja wirklich eine neue Position noch eingehen kann und das Risiko sehr klein halten will, kann auch mit dem direkten Stopp jetzt hier oben arbeiten, vielleicht ja nochmal in den unteren Ebenen wird es ja auch noch einen leichten ja, Aufwärtstrend geben. Also man kann hier schon auch mit einem engeren Stopp, der dann direkt aktiviert, ausgelöst wird, arbeiten. Aber ich behalte es jetzt erstmal so. Und hier, wie man wie gesagt, die Abwärtstrendlinie habe ich so gelassen wie am Anfang der Woche oder wie schon letzte Woche. Und zweimal ist sie jetzt hier exakt abgeprallt. Also hat es schon eine Bedeutung. Jetzt deswegen Schlusskurs über dieser Linie wäre dann gleichzeitig auch ein Ausstoppen, wird wahrscheinlich gleichzeitig zum Ausstoppen der Position dann führen. Das war es jetzt zu den Indizes. Kommen wir noch kurz zu dem anderen Setup. Also Morphosis wurde ja dann eine Teilgewinnsicherung genommen, knapp unter der 43-Euro-Marke. Schlusskurs war jetzt über 43. Ach ja, da habe ich es zweimal angehängt. Und das andere Setup,
ist, habe ich jetzt so gar nicht abgespeichert. Ich habe nämlich das nur als, da hatte ich noch eine andere Chart, eine andere Stoppmarke drinnen. Der Stoppkurs habe ich eben unter diese Linie gesetzt, so. Und hier hält sich jetzt der in etwa auf das Währungspaar Pfund gegen US-Dollar, wo die Analyse dann stattgefunden hat, bei 1,4210. Also hier ist nichts passiert. Allerdings wurde diese Linie nicht zurückgewonnen. Bei den anderen Setups, gut, australischer Dollar ist in so einem Korrekturmodus. Ich denke nicht, dass es hier auch direkt weiter hoch geht. Also weiter abwarten, der nicht investiert ist oder nicht mehr, oder den Stopp ja ist nachgezogen worden. Hier ist passiert im Moment auch nicht viel. Chevron, ja, das gefällt mir doch. Hier wurde Ende des Tages dann doch noch weiter verkauft. Also wer hier eingestiegen ist, kann den Stopp fast gut in den Gewinn nicht ziehen, aber deutlich nach unten senken. Die Evotec liegt jetzt sogar auch im Plus. Gold ist, ja, nichts weiter passiert. Das ist ja die Morphosis, was natürlich hier, ob Glück, Können oder weiß der Teufel was, ist jetzt hier wirklich das Kauflimit erreicht worden. 3 Cent war hier der Sch am Tag des Low tiefer. Man hat hier wirklich eine, sagen wir mal so, eine sensationelle Tageskerze hingelegt. Hier lässt sich natürlich mit dieser Musterbildung natürlich der Stopp auch viel enger an den Markt legen. Ich überlege mir das morgen noch und dazu werde ich noch im Stream was veröffentlichen. Genau weiß ich noch nicht, wo ich den Stopp hinlegen werde. Und dann schauen wir noch uns die Twitter an. Gut, da ist auch nicht heute viel passiert. Plus minus null liegt man hier aktuell. Bleibt noch so. Das war's. Danke fürs Zuhören und man sieht, hört sich dann morgen wieder.